Ja, da gibt es mehrere Aspekte. Einer davon ist die Repräsentation, dass ein Unternehmen sich nach außen auch in einer bestimmten Weise darstellen will. Und ein anderes Argument für Kunst ist häufig auch also die sogenannte Unternehmenskultur, dass ein Unternehmen eben tatsächlich auch den Mitarbeitern Anreize und Impulse bieten will, denen zu begegnen, die ihnen im Alltag nicht begegnen. Weil es ist auch ganz klar, dass Begegnung mit Kunst Reize schafft. Die können natürlich genauso negativ wie positiv sein, aber es gibt Diskussion, es gibt Gespräch und das Unternehmen erwartet im besten Sinne, dass die Mitarbeiter auch wachgehalten werden durch künstlerische Interventionen oder Aktivitäten im Unternehmen. Das kann Kunst leisten, mehr als Sport. Ja, für die, die den Zugang dazu haben, das ist immer so. Und das Kunst ist immer ein Minderheitenprogramm, das wissen Sie und das weiß ich. Ja? Und Kunst bemüht sich natürlich immer um den Dialog nach außen, aber es ist nicht jeder ansprechbar für das, was der Künstler gerade sagt oder zeigen will, weil die Menschen unterschiedlich disponiert sind. Manche Künstler sind begeistert von diesen Skulpturen von Cissonnier, die jetzt ganz neu sind. Andere sagen, also ich kann mit dem überhaupt nichts anfangen. Das ist einfach so. Und in diesem speziellen Segment Kunst gibt es eben wieder so viele unterschiedliche Erwartungen auch an Kunst. Ja? Und es ist einfach deswegen auch sehr wichtig, wieder zur Vermittlung zurückzukommen, dass man immer wieder auch versucht, hier jetzt in unserer Galerie Besuchern, die mit Unverständnis dem gegenüberstehen, also das nahe zu bringen, indem man eben auch auf die Tradition des Künstlers, in der er sich bewegt, verweist und versucht eben auch anzuknüpfen an das künstlerische Konzept, das in diesem Fall jetzt natürlich ja schon jahrzehntelang verfolgt wird. Und so ist es sehr vielschichtig, im Unternehmen wie in der Gesellschaft auch.